So, willkommen zurück zu dem zweiten kleinen Finale. Schlechterin der Schwarzkittel. Sie lebe hoch. Bald stoßt ihr noch den Kaiser selbst vom Thron. Und da heißt es, Krieg wäre Männersache. Was, Herrin? Bald stoßt ihr. Achso, wir wollten die Berichte lesen. Oh, an alle Soldaten. Alle Soldaten im Dienst des Nilfgaardischen Kaiserreichs sollten sich unverzüglich in Aldersberg einfinden. Die Verteidigung der Burg ist wesentlich für die geplante Gegenoffensive. Jede Nichtbefolgung dieses Befehls wird aufs Schwerste geahndet. Herzog Adal Ebdahi. Oh, hier ist ein Kampf. Da. Eigentlich wollten wir die Berichte lesen. Die lyrische Armee war angewachsen. So sehr, dass Mewe, die an ihrem Ende ritt, die Spitze nicht sehen konnte. Fußsoldaten, Kavallerie und Bogenschützen erstreckten sich wie eine glitzernde Schlange zum Horizont. Mewe hatte es weit gebracht und sie fühlte Stolz. Plötzlich hörte Mewe an der Spitze Schreie, den Klang von Metall auf Metall. Reihen schließen! Nach links! Unterstützt die Flanke! Mewe zog ihr Schwert, gab ihrem Pferd die Sporen und galoppierte zur Spitze. Dann, durch den wirbelnden Staub des Kampfes, sah sie goldene Sonnen. So, auf in die letzten Schlachten. Mewe zog das Schwert, warf sich aber nicht in die Schlacht wie einst. Sie hatte mit alten Verletzungen zu kämpfen und außerdem war schon genug Blut vergossen worden. Die Königin wartete auf einen Moment, da sie die Rüstung endlich ablegen, ein elegantes Kleid anziehen und sich auf dem Thron niederlassen konnte. Verkürzter Kampf, alles Klärchen. Karten verbergen. Wird eine verbündete Einheit zerstört, flüchte vom Schlachtfeld. Ach krass, das sind Deserteure. Müssen wir nur einen von töten, dann sind die alle weg. Das kriegen wir ja hin. Mit dem Drachentraum. Ne, machen wir mit Feuer und Streunerkavallerie und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir... Das ist verkürzt, ne? War das verkürzt, der Kampf? Ja, ne? Das heißt, wir brauchen... Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Ja. Wir haben alles, was wir brauchen. Umzingelt sie! Wo war das? Ist das Feuer? Hier war das Feuer. Das Feuer kommt hier hin. Zeit, meine Schande wegzuwischen. Macht mal. Keine Ahnung, ist eigentlich scheißegal, wohin. Hier hin Feuer. Dann packen wir den wieder weg. Und holen uns ein. Ne, wir holen uns zwei Wagenburgen. Können die eigentlich direkt alle töten. Zack. Weg sind die Deserteure. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Achso. Ich war schon kurz davor, wieder zu passen. Eben noch gesagt, aber ja, ein verkürzter Kampf. Schon wieder Schrubben. Oh Götter. Da machen wir hier eine Streunerkavallerie. Hexer sterben nie in ihren Betten. Ihre Majestät weiß, was sie tut. Verfluchte Verräter. Neue Befehle? Nein. Bla bla Racheut oder wie auch immer. Ja. Piu, piu, piu. Muss eine wichtige Lektion enthalten. Welche? Was ist nur los mit euch? Mist, verdammter Mist. Zack. Das ist wieder so einer. Ja. Die flieht einfach. Ja, wir machen mal den Drachentraum. Der braucht zwar 5 Runden, um zu triggern. Das heißt, in der letzten Runde wird der triggern. Gut, dass mir das gerade aufgefallen ist.
Wir räumen mal hier, keine Ahnung. Der hat uns schon eine Karte gezogen. Den räumen wir wieder weg. Und holen uns zwei Streuner. Jawohl, Feuer und Arnulf. Von wegen zwei Streuner Kavallerien. Glaubst du, dass ich Angst Feuer habe? Hier oben. Arnulf hier hin. Mit unseren Vorvätern. Mach halt. So, so. Dann. Keine Ahnung, Graureiter. Hätten wir vorher spielen sollen. Egal. Ändert eh nichts. Ach, die haben jetzt wieder. Haben jetzt wieder Ladungen. Wegen dem. Dem Graf Odo Plus. Das gefällt ihm nicht. Keine Ahnung. Schaden auf den. Der stirbt jetzt eh. Und der andere geht auch. Ja. Keine Ahnung, wir sitzen jetzt noch ein bisschen in der Gegend rum. Verbessern die mal alle ein bisschen. Verbessern den mal. Sitzen weiter rum. In zwei. Machen wir mal hier das lyrische Horn. Der Drachentraum bumst jetzt gleich alle drei Einheiten von dem. Ja. Und wieder an die Front. Tschüss. Drachentraum. Achso, der geht dann aber nicht weg. Okay, egal, wir passen. 169 zu 0. Sollte reichen. How about no? Für gewöhnlich diszipliniert gaben diese Nilfgaarder rasch auf und flohen. Deserteure, führungslos, Hoheit, meldete ein Späher. Sie wollten nach Süden, zur Grenze. Die Gefangenen saßen im Staub der Straße, in Ketten. Mebe stieg neben einem ab, der zerlumpt und struppig aussah. Fliegen umschwirrten seine schlecht bandagierte Hand. Als er die Königin sah, senkte er vor Angst zitternd den Kopf. Ihr haltet uns für Wilde, begann Mebe, und ihr Blick flog über die abgemagerten Nilfgaarder. Aber keine Sorge, wir werden euch nicht lebend häuten oder verspeisen. Und wenn ich einen Friedensvertrag unterzeichne, könnt ihr nach Hause, wo ihr dieses Mal hoffentlich bleibt. Die Königin bestieg ihr Pferd, ihr Gesicht schmerzverzerrt. Ihre Schenkel waren wund vom Reiten, die Hände abgewetzt von den Zügeln. Doch sie biss sich auf die Lippen. Das Ende war jetzt nah. Okay. Achso, Berichte wollten wir lesen, genau. Bericht Edien. Die feindlichen Armeen sind zerschlagen und fliehen südwärts zur Grenze. Die Bewegungen sind chaotisch, unkoordiniert und legen nahe, dass die Befehlskette unterbrochen ist. Skoyatel-Kommandos befinden sich ebenfalls auf dem Rückzug nach Dol Blathana. Ohne nilfgaardische Unterstützung werden Elfen von Edionern bei jeder Gelegenheit getötet. Okay. Der Kaiser bereitet sich auf den Friedensgipfel vor. Berichten zufolge ist er zu weitreichenden Konzessionen bereit. Die letzte Bastion des Widerstands ist die Festung in Aldersberg unter General Adal Ebdahi. Er verweigert sich jedem Kapitulationsappell. Euer Hoheit, wir bedauern zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass Hauptmann Tobias, der uns mit unschätzbaren Informationen aus der besetzten Hauptstadt versorgt hat, nach 3 Tagen intensiver Folter enttarnt und getötet wurde. Als die Invasoren die Stadt verließen, nahmen sie seine Familie mit, Frau und 2 Kinder, 12 und 7, ihr Schicksal ist unbekannt. Ernsthaft jetzt? Das kommt jetzt noch, ich hasse euch so hart. Und Schlacht von Brenner. Euer Majestät, gute Nachrichten von der Westfront. Die vereinten Kräfte von Temerien, Kedwin und Redanien konnten die Nilfgaarder bei Brenner souverän besiegen. Das Reich hat fast 40.000 Soldaten verloren. Marschall Kühhorn ist spurlos verschwunden. Armeegruppe Mitte ist in Auflösung begriffen und König Foltest zwingt den Feind, Temerien zu verlassen. Der Kaiser hat um Waffenstillstand nachgesucht. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Und dann hatten wir noch hier was. Neue Gespräche. 3 neue Gespräche. Ja, Hoheit. Der Krieg ist bald vorbei. Was kommt dann für Renar Odo? Was ihr auch befehlt, Majestät. Stimmt etwas nicht, Herrin? Oh, ich will mehr sein als nur deine Königin. Ach, nichts. Ja, oder? Die beiden, das läuft doch sowieso zwischen denen. Die Sache ist, ich will dir keine Befehle mehr geben. Majestät, ihr wollt, dass ich euren Hof verlasse? Nein, Renar. Ich möchte, dass du bleibst. Aber ich will nicht nur deine Königin sein. Weißt du, was ich sagen will?
Ja, Milve. Ich muss nun gehen. Ah, wahrscheinlich hätten wir uns zwischen ihm und Gascon jetzt entscheiden müssen. Upsi. Hallo, Gascon? Wie geht's meiner Lieblingskönigin im Norden? Mit ihm kann er nämlich genau das Gleiche. Sag mal, ich würde gern noch einmal... Ich weiß, worüber du reden willst. Und du weißt, dass ich das Thema gerne vermeiden würde. Es hilft nichts weiter, darüber zu brüten. Und was würde helfen? In die Vergangenheit zurückzureisen? Mewe, glaub mir, ich habe meine tote Familie bereits betrauert. Ich muss es nicht noch länger tun. Und sicher nicht darüber reden. Was hast du jetzt vor? Frage ich mich auch. Vielleicht wieder zum Gesetzlosen werden, aber das würde dir ja wohl nicht gefallen. Wie wahr, das würde es nicht. Daher sollst du auch nicht in Versuchung kommen. Gascon, ich verleihe dir hiermit die Ländereien bei Scala. Was? Mewe? Oh, Hölle. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ha, endlich. Danke, Mewe. Tausendmal danke. Nein, ich danke dir. Von ganzem Herzen. Zeit zu gehen. Der Typ ist immer noch am Leben. Was ist jetzt los? Der Krieg ist bald zu Ende. Leider. Leider? Warum? Ich habe überlebt. Wieder. Bau dein Land neu auf, Königin. Genieß das Leben. Ich und meine Jungs ziehen weiter. Arnjolf, in Lyrien und Rivien spielt deine Vergangenheit keine Rolle. Geh nicht. Und dann? Was sag ich meinen Vorfahren, wenn meine Zeit gekommen ist? Ich will an ihrem Tisch sitzen, Weib, und Met mit ihnen trinken. Also muss ich gehen. Bis dann, An. An. Bis dann, An. Okay, ich glaube, wenn wir dem Dingens, dem Renard nicht gesagt hätten, dass wir gerne mehr wollten, dann hätten wir das dem Gascon auch sagen können. Und dann hätte ich aber erstmal überlegen müssen, aber so ist es jetzt halt eh gelaufen, von daher. Ich war in Aldersberg, als es fiel. Jetzt hole ich es zurück. Andere Könige könnten von euch lernen, Majestät. Wir wollten Lyrien unsere Hilfe anbieten. Und dann das. Ich war in Alter. Gut. Wir haben die Schlachtfelder noch geplündert. Einfach damit der Vollständigkeit halber. Hallo? Ich würde. Kann man die da nicht nehmen? Man kann hier an den Loot nicht ran. Ich wollte doch alles aufgesammelt haben. Doch, muss außen rumlaufen. Ernsthaft? Die läuft jetzt ganz von alleine. Mewe lauschte dem Bericht eines Spähers. Da brach Geschrei im Gefangenentransport aus. Wenig später wurde die Königin einer makabren Szene ansichtig. Die nilfgaardischen Gefangenen, die sie verschont hatte, lagen tot zwischen den Zelten, kaltblütig massakriert. Verflucht! Stieß die schwarze Reiler wieder da, als sie die Leichen sah. Die Täter waren Bauern aus dem Steinbruch Rabenkluft, die Mewe in ihren Reihen aufgenommen hatte. Die Qualen, die sie durch die Peitschen Nilfgaards erlitten hatten, hatten sie verdorben. Die Rivier konnten ihre Unterdrücker nicht ungestraft lassen. Also nahmen sie die Sache in die eigenen Hände, ihrer Königin zum Trotz. Sie sind unsere Feinde! So schrien die bewaffneten Bauern in Uniform. Sie verdienen es nicht anders! Es war die Gerechtigkeit des Mobs. Mewe wusste, dass Strafe nötig war. Doch letztendlich ignorierte sie ihre Berater und überließ das Schicksal der ehemaligen Sklaven ihren Kommandanten. Die Königin war es leid, zwischen zwei gleich großen Übeln wählen zu müssen. Okay. Da können wir nicht mehr auswählen anscheinend. Hier haben wir noch Loot. Da oben. So, jetzt kann man dran. Das ist zwar eigentlich mega unwichtig, aber wie gesagt, ich will halt gerne alles haben. Alles aufgesammelt haben. Da ist noch was, wo wir dran vorbeigelaufen sind. Majestät, ein Lastenboot der Nilfgaard ist in den Brückenpfeiler gekracht. Wir könnten versuchen, die Wertsachen herauszuholen, aber die Strömung ist gefährlich stark. Wir würden das Leben unserer Soldaten riskieren. Macht den Dörflern ein Angebot, wir bezahlen sie dafür, dass die Güter rauszuholen. Zack. Gold haben wir eh genug, genauso wie Holz. Egal. Hier gibt's noch ein Fragezeichen.
Herrin, wie ihr seht, tun die Einwohner Edens alles, um ihre Häuser wieder aufzubauen, aber sie haben zu wenig Materialien. Sie fragen, ob ihr bereit seid, ihnen Holz zu verkaufen für Gegenstände, die sie von den nahen Schlachtfeldern haben. Was soll ich ihnen sagen? Her damit. Wir geben denen das einfach. Die Moral brauchten wir nicht, aber die müssen ihre Häuser ja auch irgendwie wieder aufbauen. So, da gibt es noch ein Fragezeichen. Gute Mutter hat euch zum Sieg geführt. Nilfgaard hat die Götter erzürnt. Sie waren zu anmaßend, zu unbescheiden. Der ganze Norden schuldet euch Dank, Herrin. Und ihr den Göttern. Der ganze Norden... Ja. Hier haben wir noch was. Ein neuer Friedhof, einer von vielen in der Gegend. Die meisten Toten wurden nicht identifiziert und liegen in namenlosen Gräbern. Unsere Soldaten möchten, dass wir Kerzen zu ihren Ehren entzünden. Seid ihr bereit, dafür eine kleine Summe aufzubringen? Natürlich. Jetzt haben wir die Moral des Todes. Wenn wir fünfmal gute Moral kriegen, müssen wir eigentlich so Doppelmoral. Die miese Doppelmoral. Gut. Ich glaube... Soweit. Mewe sah, wie einer ihrer Späher, der Gefreite Larkin, sein Pferd verhielt und auf den Wald blickte. Majestät, ich könnte schwören, dass ich etwas gehört habe. Ein Flüstern vielleicht, aber jetzt... Komm, jetzt die Score erteilen, nochmal. Vermutlich war es nur meine Fantasie. Fantasie? Mewe legte ihm die Hand auf die Schulter. Niemand hat schärfere Sinne als du. Wenn du etwas gehört hast, sollten wir genauer nachsehen. Larkin salutierte und ritt in den Wald. Im Schatten konnte er die Umgebung genauer in Augenschein nehmen. Er schien etwas zu bemerken, saß ab und suchte unter den Farnen nach Spuren im Boden. Majestät! Rief er und wendete sich der Straße zu. Schlagt Alarm! Es sind Skoja! Ein Pfeil zischte heran, wer hat das gedacht? Schlug ihn in die Kehle und brachte ihn zum Schweigen. Dann erklangen Rufe in der älteren Rede. Ein Elfenangriff. Mewe fluchte. Kannte der Hass des Skoyatel denn gar keine Grenzen mehr? Der Krieg war bereits verloren und Nilfgaard, das sie gegen die nördlichen Königreiche unterstützt hatte, war wieder hinter der Jaruga verschwunden. Die Elfen hatten bei einem Angriff auf die Armee der Königin nichts zu gewinnen. Außer den Köpfen von ein paar Däune vielleicht. Gut. Buchholz weg. Drachentraum kann auch weg. Der Reiter ist gut. Ja, behalten wir so. Eine Falle! Zu den Waffen! Münzen her. Oder verzieh dich. Also zumindest sogar ein Elf aus deinem Deck herbei. Interesting. So. Und dann holen wir uns, keine Ahnung, Arnjolf und Natusa-Adeptin. Wie du wünschst, Herrin. So. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Tschüss. Und... Nee, wo ist denn der Reiter? Da ist der Reiter. Natürlich. Wir werden unsere Stärke beweisen. Schaden auf den. Dann... Her damit. Ne Däune bekäme es. Ich hasse ihn so doll. Machen wir so. Und hoffen mal, dass wir der jetzt noch in die andere Reihe kommt. Natürlich nicht! Machen wir 5 auf den. Und dann 3 auf den. So. Geht auch so. Halt durch, mein Lieber. Matusa-Adeptin. Oh, die Herrin Margarita erzählte uns davon. Oh, machen wir so.
Wir werden sehen, wer hier schwach ist. Zack. Oh, noch einen. Zu beenden. Boah, der geht mir so auf den Sack. 5. Da können wir leider keinen mehr hinsetzen, ne? Dann machen wir so. Mist, verdammter Mist! Machen wir 5. Dann gehst du hier auf einen Schaden da drauf. Dann können wir noch den Zweier hier wegnehmen. Und spielen. Keine Ahnung. Nochmal 2. Obwohl, wir können auch noch die Drachen. Obwohl, das werden keine 5 Runden mehr sein. Das war nicht sehr intelligent. Egal. Komm hier. Leider. Ist eh Wurst, was wir machen. Sollte der noch irgendwie Karten ziehen und dann. Wir sollten einander helfen. Welche. Oh, Highlight verbindet Einheit. Achso, das ist der. Das ist der. Den können wir da direkt mal umschießen. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Mögen dein Schwert und Arm eins werden. Zerstöre eine beschädigte Einheit. Da habe ich gar keinen Bock drauf, dass du sowas machst. Hier sind nur noch wenige. Lyrische Zorn. Nein, jetzt kann er den Arnulf töten. Arnulf, du hast deinen Tod verdient. Das wollte er doch. Oh. RIP Arnulf. Passen. Reiner! Halt! Wir ergeben uns! Warum haben die überhaupt so eine große Streitmacht angegriffen? Sind die dumm? Die Skoyatel hatten gegen Mewe keine Chance. Als der Schlachtenlärm verstummte, warf die Königin ihren pfeilgespickten Schild beiseite und befahl, den Anführer des Kommandos vor sie zu bringen. Sie hatte einen Rebellen erwartet, der ihr ins Gesicht spuckte und Tod allen Däune entgegenschleuderte. Doch der blutige Elf vor ihr war kein arroganter Hitzkopf. Er wendete den Blick ab, seine Lippen zitterten leicht. Du siehst jung aus, Elf. Wie viele Sommer hast du gesehen? 30? Mehr? 3 weniger, Herrin. Ein herrliches Alter. Eine Schande, so jung zu sterben. Ich flehe euch an, Rena. Um Gnade. Wenn nicht für mich, dann doch für... Gnade? Du scherzt. Ihr überfallt uns wie Banditen. Und dann wagt ihr es, um Gnade zu bitten? Das war kein Überfall. Halt mich nicht zum Narren. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ihr wart nicht unser Ziel. Zwerre. Wer hat dann Larkin getötet? Murmelmenschen? Als wir euch sahen, fielen wir zurück und verbargen uns im Wald, um euch passieren zu lassen. Euer Speer hatte gute Ohren. Dann hat er noch unsere Spuren gefunden. Versteht doch, uns blieb keine Wahl. Wieso habt ihr euch nicht ergeben? Wie Drüstans Kommando? Meint ihr das? Sie haben die Waffen gestreckt und der General aus Edirne ließ sie samt und sonders aufhängen. Wenn wir schon sterben müssen, dann lieber im Kampf. Was macht ihr hier? Ebdahi retten? Retten? Nein, Rena, wir flüchten. Die Nilfgaarder haben gemerkt, dass sie den Krieg verlieren und uns im Stich gelassen. Ohne sie haben wir keine Chance. Demavent hat seine Hunde losgelassen. Die jagen uns jetzt. Er hat 50 Goldstücke auf jeden Skoyatel-Kopf ausgesetzt. In Temerien und Kettwin ist es ebenso, wenn nicht noch schlimmer. Wir wollten gemeinsam mit Jorwerts Einheit so weit wie möglich flüchten. Es war unsere letzte Hoffnung. Warum erzählst du mir das? Weil ihr zuhört. Ihr habt noch nicht meinen Tod befohlen. Offenbar habt ihr ein Herz. Esse hat eine Eddu. Ich bitte euch. Wir sind nur noch so wenige. Müde, verwundet und keine Gefahr. Lasst uns aus eurem Reich fliehen.
Ich müsste ja eigentlich sagen, dass ich die dem Demavent überreiche. Also, ich meine, die haben uns halt angegriffen, auch wenn die Geschichte wahr ist, die da ist, haben die ja trotzdem anscheinend im Krieg gegen uns geholfen. Und es sind ja jetzt keine Elfen, sondern halt Skoyatel. Ne? Also keine normalen, ach, keine Ahnung, ich lass die einfach gehen. Es gab heute genug sinnloses Töten. Ihr könnt gehen. Jetzt ist es eh Wurst. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Sorge dafür, dass ich es nicht bereue. Das wäre Dank genug. Ich danke euch. Für euer Mitgefühl meinen Leuten gegenüber. Mewe nahm dem Gefangenen selbst die Ketten ab. Die Lyrier schauten schweigend zu. Ihr Missfallen war praktisch mit Händen zu greifen. Und schlechte Moral. Von gut auf. Nicht? Oh, immer noch hohe Moral. Okay. Okay, we can do it. Da haben wir einmal Loot übersehen. Den müssen wir mitnehmen. Wo? Ah, kein Loot. Der Krieg neigt sich dem Ende zu. Die Schwarzkittel fliehen mit eingeklemmten Schwänzen. Jetzt werden wir unsere Heimat von Asche und Trümmern befreien. Wer noch lebt, greife zu Hämmern, Sägen und Äxten und mache sich an die Arbeit. Die Nation baut sich wieder auf. Dann lesen wir noch Brief des Kommandoanführers. Ferengil, Nilfgaard hat uns verraten. Sie haben unsere Positionen und alle unsere Verstecke an die Nordlinge berichtet. Der Friedensvertrag sieht für die, die ihre Waffen abgeben, keine Amnestie vor. Du weißt, was das bedeutet. Wir müssen aus den nördlichen Königreichen fliehen. Bring dein Kommando so schnell wie möglich zum vereinbarten Ort. Ich werde eine Woche warten und dann nach Osten gehen. Gut, wir sind jetzt schon wieder über die normale Zeit. Ich dachte, wir schaffen es schnell durch. Hier ist vielleicht auch noch was. Ansonsten, ach komm, wir machen das jetzt einfach noch. Das ist jetzt die letzte Folge. Die kann halt auch was länger dauern. Dann beeilen wir uns jetzt einfach und sammeln schnell noch den letzten Loot hier ein. Nilfgaard, ich erinnere, eure Zeiten des Verlangens, Forderns und Erwartens sind vorüber. Meine Bezahlung ist nicht verhandelbar, weder in Menge noch in Währung. Eure Florence sind keine zidarischen Kopper mehr wert. Ihr habt bis morgen Zeit, danach wird keine sichere Passage zur Grenze mehr möglich sein, da Königin Mewe sich von Süden nähert. X. Ach, es war ein Schmuggler oder was? Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Lass uns dir zum Guten dienen, Rivien, einig Vaterland. Alles klar. So. Singt er noch irgendwas? Oh, das geht noch weiter. Nein! Da. Das ist die zweite Strophe. Das letzte Wort haben wir ihm nicht mehr gegönnt. Zack. So. Jetzt sind wir da. Jetzt geht die Hauptquest los. Es wird eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Gemeinsam treten wir die Schwarzkittel über die Yaruga. Lang lebe Edirn. Lang lebe Rivien. Lang lebe Hyrule. Lyrien. Lang lebe Hyrule. Lang lebe... Lang lebe Hyrule. So. Ja. Los geht's. Nix übersehen, weiter geht's. Endlich näherte sich die lyrische Armee Aldersberg. Es hätte nicht idyllischer sein können. Die Sonne schien, Vögel sangen, die Bäume säuselten im Wind. Doch Mewe erlebte es anders, da sie vor ihren Augen stets das Bild zu Beginn des Krieges hatte. Das Feuer auf den Mauern, die Schreie fliehender Bürger, und den Gestank brennenden Fleisches. Aldersberg wurde erneut belagert. Doch dieses Mal flatterten die endirnischen Flaggen auf dem Feld, während die zerfetzten Sonnen Nilfgaards die Türme der Festung krönten. Die Königin fand Demavents Zelt aus mit Silberfäden durchwirkter glänzender Seide ohne Probleme. Das Reich wandelt wieder auf dem Pfad der Tugend, murmelte Mewe. Okay. Da ist sie, Königin Mewe, Retterin des Nordens, die Sonnenschlechterin. Lass den Spott sein. Ich würde nie wagen, zu spotten. Es sind nicht einmal meine Worte. Rittersporn selbst verfasste eine Ballade auf dich. Kampf um die Brücke.
nimmt man den Barden beim Wort, kämpfst du so geschickt wie ein wahrer Hexer. Bist du etwa neidisch? Ehrlich gesagt, ja. Mir fehlten Schneid und Entschlusskraft. Als der Norden fiel, hast du alleine etwas getan. Es möge mir eine Lektion sein für die Zukunft. Apropos Zukunft, was macht dein Sohn so? Baldwin? Oh, er schießt in die Höhe. Ein wahres Ebenbild seines Vaters. Schön zu hören, dass er nicht nach der Mutter kommt. Psst, sie ist nun die Gräfin Demaretta von Guleta, eine Hofdame. Deine Ehefrau ist sicher erfreut. Schwer zu sagen, ich habe sie länger nicht gesehen. Die Pflicht hält mich fern, du verstehst. Natürlich. Du arbeitest sicher hart. All die Nächte. So ist es. Doch genug von mir. Da wir schon wie zwei Klatschbasen auf dem Feld tratschen, wie geht es Willem? Er starb im Kampf um Burg Riva. Ach, gute Güte. Auf welcher Seite? Der richtigen. Demavent, die Wunde ist frisch. Der Schmerz stark. Reden wir nicht darüber. Eine Lektion? Für die Zukunft? Was heißt das? Meine Liebe, du weißt doch sicher selbst, dieser Krieg ändert rein gar nichts. Verträge werden unterzeichnet, die Schwarzkittel verschwinden, aber die alten Grenzen bleiben ein Dorn im Auge. Nicht mit mir, danke. Und ich wünschte, die anderen würden die Grenzen ebenfalls respektieren. Ach, Meve, du bist eine echte Kriegerin, aber verstehst nichts von Strategie. Sieh es einmal so. Lassen wir Nilfgaard in Ruhe. Greift es in 10, 20 Jahren wieder an. Das müssen wir verhindern. Eine Armee zusammenstellen, einen Hinterhalt planen und, wenn sie es am wenigsten erwarten, ihnen das Genick brechen. Stell dir vor, wir gemeinsam. Genug. Ich will nichts davon hören. Ich helfe dir, Aldersberg zurückzuerobern. Aber dann reite ich nach Hause, wo ich in Frieden altern werde. Schön, wie du meinst. Wir können die Stadt jederzeit angreifen. Aber? Meine Speer melden eine kleine Einheit Nilfgaards von Süden. Sie meidet die Straßen und reitet nur im Schutz der Nacht. Da wird jemand eskortiert. Weh? Keine Ahnung. Vielleicht ein Magier. Der Kaiser persönlich. Er könnte Chaos in unseren Reihen stiften. Wir müssen dafür sorgen, dass sie Aldersberg nicht erreichen werden, ehe wir losstürmen. Ich kümmere mich darum. Sicher? Die lange Reise muss dich erschöpft haben. Das ist noch untertrieben. Aber ich will alles so schnell wie möglich hinter mich bringen. Mebe spürte der nilfgaardischen Kavallerie-Eskorte nach. Die Speer, die Mebes Trupp durch die Berge von Mahakam und die Sümpfe von Angren geführt hatten, waren unübertroffen. Sie fanden rasch die Spur des Feindes. Hier entlang, Hoheit. Sie sind nicht weit. Mebes Streitkräfte holten die mysteriöse Schwarzkittel-Einheit noch am gleichen Tag ein. Lyrische Reiter umzingelten den Feind und zwangen die Nilfgaarder anzuhalten. Es wurde still. So still, dass einzig zu hören war, wie die lyrischen Bögen sich spannten. Wer von euch spricht die Gemeinsprache? Boah, ist einfach so viel Story. Ich weiß die ganze Zeit gar nicht, was ich sagen soll. Ich lasse einfach mal durchlaufen weiter. Ich, Majestät. Du weißt also, wer ich bin. Wie lautet dein Name? Kaldwin, Majestät. Endlich mal ein nilfgaardischer Name, der sich aussprechen lässt. Also, Kaldwin. Der Krieg ist spätestens in 2 Tagen zu Ende. Jetzt noch zu sterben wäre töricht, nicht wahr? In der Tat, Herrin. Ich habe genug Blut vergossen und dürste nicht nach mehr. Also gebt mir keinen Grund, euch zu töten. Dann kommt ihr hier lebend raus. Jetzt sagt mir, was bringt ihr, General Ebdahi? Einen Brief. Vom Kaiser wahrscheinlich. Von wem? Der lieben Frau des Generals? Nein, Majestät. Vom Kaiser. Du musst ein bedeutender Mann sein, dass du einen Brief von M hier persönlich mit dir führst. Aber du trägst eine simple Uniform ohne Auszeichnungen. Wer bist du wirklich, Kaldwin? Ein Spion? Ich bin ein einfacher Bote, Majestät. Lüg nicht. Ich weiß, wie Boten reisen.
alleine, ohne Rüstung, auf einem geschwinden Pferd. Dich begleitet schwere Kavallerie. Ich trage häufig Order bei mir, die dem Empfänger nicht gefallen. Daher reise ich nie alleine. Gib mir den Brief. Ich schwor, ihn General Ebdahi zu bringen oder zu sterben. Na schön. Mein Übersetzer wird den Brief lesen und dir dann aushändigen. Du brichst keinen Schwur. Vielleicht überlebst du sogar. Und wenn nicht? Rate. So sei es. Ich nehme euer Angebot an. Der Übersetzer brach das Siegel und las den Brief. Er machte große Augen. Dann flüsterte er der Königin etwas zu. Wirklich? Kapitulation bestimmt. Ist das auch wahr? So etwas. Nun, Kaldwin, heute ist dein Glückstag. Du darfst deine Mission fortsetzen. Unter einer Bedingung. Ja? Richte dem General bei der Übergabe meinen Gruß aus. Kaldwin brach auf Richtung Aldersberg. Die lyrischen Soldaten sahen ihre Königin ungläubig an, die dem Nilfgaarder erlaubt hatte, seinen Geheimauftrag auszuführen. Mewe konnte ein Lachen nicht unterdrücken. Morgen werden sie es verstehen, dachte sie. General Ebdahi hatte die Invasion von Lyrien und Ribien mit arroganten Forderungen eingeleitet. Der Nilfgaarder handelte unverschämt, da er sicher war, dass er rasch und entscheidend siegen würde. Doch er selbst erhielt ein Ultimatum, nur wenige Monate später. Unterzeichnet von Kaiser Emhyerwa Emrais höchstpersönlich. Der Schrieb war prägnant und ließ keinen Raum für Interpretationen. Mit General Ebdahis Tod stürzte die nilfgaardische Armee. Der musste sich selber anscheinend den Rest geben. Und schlugen zu. Ihr Sieg war endgültig. Die Nordling-Truppen jubelten ihren Kommandanten und Monarchen zu, aber am vehementesten der einen Königin unter ihnen. Viele träumen, das Unmögliche zu erreichen. Mewe hatte es geschafft. Mit List, Entschlossenheit und Wagnis durchkreuzte sie Nilfgaards Invasion. Die Königin würde viele Jahre herrschen. Streng, aber gerecht. Ha. Jetzt erfahren wir, wer das ist. Den Norden vor den Schwarzkitteln gerettet? So kann man es sagen. Ich drehe durch. Und hat sie sich dann noch einen Kerl geangelt? Lass gut sein. Die Geschichte dauert schon die ganze Nacht. Das war's. Zeit für eine Mütze Schlaf. Ja. Schließlich liegt noch ein langer Weg vor uns. Puh. Deine Kehle muss trocken sein wie altes Leder nach all dem. Nur, sag schon, was ist mit dem Rest? Rena! Gascon. Ah, also gut. Mit wem soll ich beginnen? Willem? Die meisten sahen in ihm nur eine Schachfigur in den Händen anderer. Doch am Ende erwies er sich als würdig und verschied als Held. Und so würde man sich auch an ihn erinnern. In Riva könnte schlimmer sein. Ein Leben, das seiner noblen Herkunft würdig war. Mit Wams und feinem Kragen sah er tagsüber nach seinen üppigen Feldern und seinem Viehbestand. Abends wohnte er. Das Bild passt nicht unbedingt dazu. Und dann, eines Nachts, griff er zu Bogen und Köcher, sattelte sein Lieblingsross und verschwand ohne eine Spur. Die Bewohner Nilfgaards reagierten auf den Sieg der Nordlinge mit Unglauben. Zurückkehrende kaiserliche Soldaten erzählten Geschichten von der grausamen Königin Lyriens, die Gefangene ermordete und heilige Gesetze missachtete. Sie nannten sie Gveldet, die Blutdürstige. Mit Beginn des Friedens schwanden die Spannungen und die verschiedenen Völker in Lyrien und Rivien schienen harmonisch Seite an Seite ein neues Leben zu führen. Die Königin drängte auf Gesetze gegen die Unterdrückung. Ein Schritt zu einem aufgeklärten Miteinander, das leider des Öfteren getrübt wurde. Und Mewe? Wie gesagt, sie regierte mit eiserner Hand, aber nicht mit der Faust. Mit Renard an ihrer Seite, der sie mäßigend unterstützte. Nicht länger nur als vertrauter General. Er war nun mehr für die Königin.
Sehr viel mehr. Und nun, wenn ihr erlaubt... Natürlich. Lasst ihn ruhen, Jungs. Bis zur nächsten Geschichte. Oh, da kommt das Geräusch von Erfolg. Schieße die Filmbaker-Kampagne ab. Cool. Ganz verstanden, wer das jetzt war, der das erzählt hat, weiß ich immer noch nicht. Aber ich bin mit dem Ende eigentlich ganz zufrieden. Das Einzige, was halt scheiße war, war, dass Willem gestorben ist. Aber der ist ja zumindest noch dann als Held gestorben. Also es könnte, glaube ich, schlimmer noch gewesen sein, wenn wir ihn, glaube ich, direkt gefangen genommen hätten. Oder auch was die Nilfgaarder über uns erzählt haben. Das war jetzt auch nicht so Bombe, weil das ja auch nicht so wirklich die Wahrheit war. Also wir sind schon gnadenlos gewesen teilweise, aber halt immer nur, wenn es angebracht war. Und auch immer nur, wenn uns auch Gnadenlosigkeit entgegengesetzt wurde, dann haben wir auch so, ja, das heimgezahlt. Ja, und dass der Gascon auf einmal weg ist, kann ich mir gut vorstellen bei ihm, aber finde ich irgendwie schade. Aber ansonsten hat das Ende eigentlich ganz gut gefallen. Bin mal gespannt, was man da für andere Enden haben kann. Wahrscheinlich sind die groß angekündigten, ich glaube 20, 30, ich weiß nicht mehr, wie viele Enden es waren, einfach nur, dass dann die anderen Charaktere noch andere Geschichten kriegen. So, mal gucken, ob ich nicht... ich wollte ja einmal versuchen durchzuspielen und alle zu behalten, alle Charaktere. Was verdammt schwierig wird, aber kann man nochmal angucken. Vielleicht kriegt man dann zu denen auch noch Informationen. Das fände ich auch nochmal interessant. So, die Credits laufen hier. Benutzeroberflächenprogrammierer, alles klar. Und hier der Junior Benutzeroberflächenprogrammierer. Ab hier steht Benutzeroberflächenprogrammierer, aber sie ist Junior Benutzeroberflächenprogrammierung. Gut, Qualitätssicherung, ich weiß nicht, wie lange das hier noch geht. Wir lassen uns einfach mal nochmal durchlaufen, dann haben wir das auch mal gesehen. Wir müssen ja ein bisschen auch Tribut und Respekt zollen an diejenigen, die das Spiel gemacht haben. Weil ich muss sagen, es lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Es ist sehr spielenswert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß beim Zugucken, wie ich hatte beim Spielen. Und ich fand es immer sehr schön, auch vor die Entscheidungen, vor die man gestellt wurde, auch wenn die manchmal sehr hart waren, fand ich es trotzdem immer auch anregend. Man musste mitdenken. Ich fand die Puzzle immer ganz cool. Die Kämpfe hätten ein bisschen abwechslungsreicher noch sein können. Aber es war auch okay. Also die haben auch Spaß gemacht, auch wenn wir sehr, sehr lange jetzt zum Ende hin mit dem gleichen Deck rumgelaufen sind und eigentlich fast immer nur dasselbe gemacht haben und die Gegner sehr, sehr abgezogen haben. War es trotzdem, doch, es war trotzdem in Ordnung. Aber ich glaube jetzt noch ein weiteres Spiel mit der mit dem Kampfsystem würde ich mir jetzt erstmal nicht direkt geben. Da würde ich erstmal eine Verschnaufpause brauchen. Auch aus dem Grund, weil das halt einfach sehr eintönig ist. Oder sehr eintönig war. Na gut, ich kann es einfach nur weiterempfehlen, das Spiel. Macht Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich muss jetzt noch ein bisschen weiterreden, bis hier diese ganzen Credits vorbei sind. ich hatte auch schon überlegt, demnächst nochmal... Ich hatte ja bis jetzt erst The Witcher und Blood and Wine gespielt. Und habe aber auch noch die andere Erweiterung, Hearts of Stone. Die habe ich aber nie gespielt irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Hab ich überlegt, ob ich die nicht demnächst nochmal let's playe. Die könnte dann in naher Zukunft auch noch dazukommen. Aber jetzt erstmal ein bisschen genießen, dass das Spiel vorbei ist. Vielleicht auch nochmal in naher Zukunft anfangen und nochmal einen Run versuchen, halt mit besseren Ergebnissen. Ja, genau. So, ich glaube, wir sind gleich am Ende der Credits. Die Musik fand ich auch immer sehr cool. Muss man noch dazu sagen. So, wir sind beim Klienten. Das ist jetzt nicht mehr spieltechnisch, das ist jetzt einfach nur das Programm. Jetzt kommt Support. Und dann haben wir es gleich. Ich muss mir auch mal die Romane anschaffen und muss mir die Romane geben. So.
Weil die ganzen Spiele basieren ja auf den Witcher-Romanen. Das wäre auch mal interessant, die zu lesen. Naja, das IT-Überwachungsteam. Meine Güte, wie viele Leute haben denn daran teilgenommen? Studioleitung, das hat ja gar kein Ende. Ah doch, eine Person, Leitung, Produktion. Ich glaube, wir sind kurz vor Ende. Oh Gott, doch nicht. Das sind aber Geschwister. Doch, da kommt was? Nee. La. Gut, ich glaube, ich mache hier einfach mal einen Schluss. Wir müssen die jetzt nicht komplett bis zum Ende durchgucken. Ich denke, wir sitzen hier jetzt schon mindestens 3-4 Minuten, in denen ich euch zulaber. Also beende ich das jetzt hier einfach einmal. Ah, Besetzung. Ah, hier kann man gucken. Paulina Holz, die Stimme war jetzt nicht, also die war ein bisschen nervig. Willem Caldwell, Adab Dahi, Gabor Reiner, die haben wir alle kennengelernt. Bruverhoek. Das waren die einzigen, die Stimmen hatten? Komisch. Ich dachte, es wären noch mehr. Ach, jetzt kommen die englischen Sprecher und dann kommen nochmal die deutschen Sprecher und dann kommen die nochmal in allen Sprachen. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe, mir die alle nochmal anzugucken. Nee, Französisch, nee, komm, das lassen wir. Gut, dann machen wir mal so, wir gucken es mal an. Oh, wir haben echt 4 Truhen nicht gefunden. Gesamtzeit 6 Stunden. Das halte ich für ein sehr, sehr großes Gerücht. Ich finde es so doof, dass hier jetzt nicht die maximal, dass nur bei den goldenen Truhen steht, wie viele maximal sind. Würde mich echt mal interessieren, wie viel wir da noch hätten. Tja. Gucken wir mal. Ob wir jetzt wieder ins Hauptmenü kommen, ob noch irgendwas kommt. Das klingt nach Hauptmenü. Du-du-dum. Ne. Gut, dann machen wir hier erstmal Schluss mit Thronebreaker. Waren ja auch genug Folgen fürs Erste. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play hoffentlich. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss.